neue Schiff oder das umgebaute Schiff ist wunderschön geworden. Auch der neue Name gefällt uns natürlich als Dürnsteiner. Und es wird hier ganz viel Bezug genommen auf die Region. Man kriegt also nicht nur die Landschaft links und rechts mit, die Wachau, wenn man hier eine Schifffahrt macht, sondern man greift einfach Themen aus der Wachau auf, wie den Wein. Man hat mit den Möbeln darauf Rücksicht genommen. Und es ist jetzt sozusagen ein Gesamterlebnis. Es ist nicht nur mehr eine Reise von A nach B mit einem Schiff, sondern man kriegt guten Wein kredenzt, man kann gut essen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für den Gast, dass die Schifffahrt auch zu einem gesamten Erlebnis wird. Weil dann kommt man wieder, dann möchte man mehr kennenlernen. Und das ist ja letztlich die Intention im Tourismus. Ja, der Umbau ist gelungen. Das Schiff gibt was her. Es ist nicht normale Personentransport, sondern schon auch dementsprechend für das Thema Wachau aufbereitet. Und es ist wunderschön geworden. Ja. Wir dachten uns einfach, Dürnstein ist eines der schönsten Ortschaften hier in der Wachau und wir wollten den Bezug zwischen der DDSG, unserem Schiff und diesem bekannten Ort herstellen und haben im Bürgermeister einfach einen wirklich sehr verlässlichen Verbündeten gefunden, der diese Idee gut gefunden hat und das sofort mit uns gemeinsam umgesetzt hat. Also mit der MS Dürnstein fahren wir täglich von Krems nach Melk und wieder retour. Das Ganze beginnt in der Früh um 10.15 Uhr und am Abend um 16 Uhr fahren wir dann noch eine Schleife von Krems nach Spitz und wieder retour. Wir werden im Sommer vor allem in der Wachau unterwegs sein, aber in den Wintermonaten wollen wir die neue Dürnstein auch verstärkt für Charterfahrten, für Themenfahrten in Wien verwenden, um so auch in Wien die Gäste auf die Wachau aufmerksam zu machen. Ja, grundsätzlich ist die Wachau ein Prunkstück österreichischer Tourismusdestination und hier ein tolles Produkt anzubieten, um die Attraktivität weiter steigern zu können, ist offensichtlich und wir freuen uns, dass wir das hier machen können. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Es ist, glaube ich, das Optimum, das man aus einem 35 Jahre alten Schiff rausholen kann. Es ist ein thematisiertes Schiff mit dem Thema Wachau, Weinbau, Natur. Und ich glaube, das ist stimmig und ich hoffe, dass es unseren Kunden und unseren Gästen an Bord gefallen wird. Der MS Dürnstein, erstens einmal, wir haben zwei große geschlossene Decks. Wir können den Gästen ein sehr großes freies, ein Freideck bieten. Und mit der variablen Beschattung jetzt, sei es jetzt im Sommer, wenn es zu heiß ist, könnten wir auch den Mittelteil jetzt noch zufahren mit den neuen Markisen. Also ich denke mir, für jedermann ist jetzt da ausreichend Platz, genau so, wie er sich ihn wünscht. Mir persönlich gefallen die Adoptionen wunderbar, alles sehr schön. Ich gehöre zu den privilegierten Menschen, die an der Donau in Dürnstein leben. Und wenn ich von meinem Balkon hinunterschaue und die MS Dürnstein an mir vorbeifährt, dann werde ich daran denken, dass ich die Patin dieses Schiffes sein darf und werde auch an diesen schönen Tag und die schönen Feiern zurückdenken. Ja, es ist schon sehr ehrenvoll, dass es ein Schiff Dürnstein gibt. Das macht mir unheimlich, freut mir.
Und ich sehe sie eigentlich privat auch ziemlich oft, denn ich habe selber ein Motorboot und bin ziemlich viel auf der Donau unterwegs.